Ob das abgeholt wird? Nee, ich glaube nicht. Ja, dann baue ich da was anderes rein. Etwas sehr, sehr Praktisches. Wir können hier zum Beispiel eine große Noria reinsetzen. Hier oder hier. Oder wir könnten einfach Markthäuser noch hier reinsetzen. Ja, hier eins und hier eins. Oder eine kleine Noria. Auch praktisch. Dann seht ihr, hier wird alles versorgt. Alles in dem Bereich halt. Also da kann man super Platz sparen. Ich zeige es euch einfach mal hier. Hier habe ich dieses System angewendet. Und es funktioniert sehr gut. Wie man ja sehen kann. Immer das gleiche System hier. Ein Würfel, daran ein weiterer Würfel, daran ein weiterer. Ja, und so habe ich das einfach hier über die ganze Fläche gezogen. Funktioniert super. Okay, hier. Platzbedingt ist es anders geworden. Okay, das war's für dieses Mal mit dem Game Guide. Und jetzt müsste es eigentlich sehr gut und platzsparend funktionieren, mit den Nomaden umzugehen. Und ja, das nächste Mal machen wir für die Bauern erstmal die Anfangssachen, weil als Bauer fängt man eigentlich immer an. Ja, ich verabschiede mich mal von euch und wir sehen uns bald wieder. Okay, da sind wir wieder bei dem zweiten Teil unseres Game Guides. Ich denke, es werden noch mehrere Folgen. Aber ja, ich habe ja gesagt, ich zeige euch mit dem Bauern erstmal, wie man da anfängt. Und hier haben wir diesen Mosthof. Also den könnte man jetzt ganz unpraktisch irgendwo hin platzieren. Wir machen das viel schlauer. Wir setzen den jetzt einfach hier, wo wir sehen, da ist ein Gebirge oder so ein Zeug. Einfach eins weiter weg. Nach unten. Klicken mal hin. Und machen jetzt was ganz, ganz Schlaues. Erstmal einen Weg hier hin. Den verlängern wir. Und machen hier nochmal ein kleines Stückchen weg. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe es mir jetzt nicht mehr gemerkt, wie das ausschaut, aber so müsste es eigentlich schon gehen. Okay. Dann, das ist jetzt etwas Übungssache, wie man da drauf kommt. Aber ich finde diese Idee sehr, sehr gut. Ach ja, mit dem Weg hier drüben mache ich nochmal kurz weg. Ich mache den immer auf die andere Seite dann noch, wenn es funktioniert. Ja, so. Dann machen wir hier noch einen Mosthof hin. Jetzt können wir hier drauf klicken, auf manuell machen. Und jetzt haben wir ja hier bei dem Markthaus die Mitte, die ist ungefähr hier. Also eigentlich genau hier, da passt jetzt dieses Feld der Länge nach hin. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite, der Länge nach. Jetzt hier noch eins der Länge nach. Der Länge nach. Das braucht nämlich genau vier Felder. Ist praktisch. Jetzt hier. Der Länge nach. Das auch der Länge nach. Das hier auch. Und das hier auch. Jetzt ist das aber noch nicht alles. Wir können erstmal das hier abreißen. Und jetzt in diesem ganzen Bereich bis hier hinten und hier das weiterführen. Jetzt aber nicht einfach das so hinquetschen. Nein, das geht sonst nicht mehr auf. Wenn wir das nämlich so machen, haben wir am Schluss keinen Platz mehr. Das heißt, wir müssen hier zwei freilassen. Genau wie hier. Zwei freilassen. Jetzt können wir hier wieder eins hin und noch eins hin. Hier auch eins hin und noch eins hin. Dasselbe machen wir hier drüben. Eins an den Rand und noch eins an den Rand. Hier noch einmal an den Rand und an den Rand. Ja, füllen wir mal dieses kleine Ding hier mit Weg. So. Dann wäre das ja eigentlich, glaube ich, mal optimal ausgelastet. Jetzt können wir es aber noch erweitern. Wenn wir nämlich schon mehr haben, können wir das kleine Markthaus ausbauen, also upgraden zur nächsthöheren Stufe. Jetzt können wir noch mehr dranhängen. Nämlich,
Jetzt lassen wir wieder 1 aus, bauen das dahin. Und hier auch 1 auslassen, bauen wir dahin. Jetzt ein Feld, ein Feld, ein Feld und ein Feld. Dasselbe hier unten. Ein Feld, ein Feld, ein Feld und noch ein Feld. Wunderbar, bauen wir noch einen Weg hin, hier rein und hier rein. Und jetzt können wir das noch einmal besser machen. Wir bauen das nächste einfach hier hin, direkt da rein. Und hier das nächste direkt anschließen, ohne Weg dahin. Jetzt hat es hier nur noch sehr wenig Platz. Ach, ich habe hier Weg. Aber es ist genau ausreichend für 3 Felder. Es arbeitet halt nicht zu 100%, aber 75%. Und super Platz ausgenutzt. So, jetzt bauen wir hier noch eins hin. Und hier und hier. Ein Weg da rein. Hier ist schon. Jetzt sehen wir hier ein wunderbarer Streifen. Hier könnt ihr genau schauen, wie viele ihr habt. Wenn ihr das nämlich immer nach diesem System macht, habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück drin. Das heißt, ihr könnt immer zählen, so 8, 16, nicht so immer diese ganz kleinen, überall verteilten Teile. Das ist nämlich sehr unpraktisch. Ich zeige es einfach nochmal, wenn unser Baumaterial reicht. Wir gehen dahin, sehen, dass es hier übereinstimmt, gehen rüber, lassen aber nochmal 1, 2, 3, 4 aus, bauen und gehen jetzt zu dem Weg. Machen den Weg wieder hier einen hin und hier einen hin. Gehen da drüben hin, machen einfach mal bis ganz vorne hin. Hier auch, einfach mal an die Ecke und... Ja, okay, der ist sehr weit, weil ich habe da unten einen stehen. So, dann eins hier hinbauen. Eins hier hinbauen. Wieder. Weg, Weg, Weg. Weg. Also immer hier eine Reihe, dann eins, zwei Reihen. Dann das hier hin. Wieder eine Reihe. Und dann, nach diesem, können wir einfach das dahin setzen und das dahin setzen. Und natürlich ausfüllen. Hier haben wir die Hälfte von dem Haus, da bleiben noch hier diese zwei kleinen Teile übrig, also zum Bebauen, aber eben nur zur Hälfte. Eins. Ja, da muss man ab und zu mal drehen mit Komma und Punkt oder halt einem. Hier und hier. Es ist wichtig, dass hier zwei frei sind, eben, sonst verschiebt sich das Ganze mit den Feldern nach hinten und dann hat da nichts mehr Platz. Jetzt hier eins hin, hier eins, hier eins, hier eins. Wieder 4 Stück auf dieses eine. Dann hier 1, 2, 3, 4. Und bei dem letzten 1, 2. Ich muss jetzt hier nur noch diesen Weg wegmachen, weil der war zu lang. Nein, das nehme ich nicht an. Okay, und jetzt können wir das letzte Stück einfach noch dahin setzen. Da oben machen wir es genauso. 1, 2, 3, 4. Dann das nächste. Ach ja, hier ist es ja. Wieder eins hier hinsetzen. Einmal einen Weg frei. Und hier ohne eins frei. Halt einen Weg. So, jetzt sehe ich schon. Hier oben sind wieder 2 Wegstücke zu viel. Die mache ich weg. Und fülle jetzt wieder auf. 1, 2, 3, 4. Immer das Richtige halt zuweisen. 1, 2, 3, 4. Und beim letzten. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir hier eine wunderbare Fläche ausgenutzt. Ja, ich sollte vielleicht das noch upgraden, dass es was hilft. Und solltet ihr mal weiterkommen, also immer weiter halt, dann immer diese Häuser upgraden. Ich kann nochmal.